Was hast du dir für angeguckt? Ich hab Durst. Muss ich mir Sorgen machen? Harry Jesus. Wenn er Bedürfnis hat, dann kann er gerne zu mir kommen. Bin ja 24/7 da, ne? Wir haben einiges zu besprechen im Auto später. Hallihallo, Hallöchen. Wir sind Labarababa. Ich bin Sarah. Und ich bin der Seba. Hi. Und wir sind bei Wisst ihr noch? Und ich würde sagen, wir starten mit Wahrheit oder Schott. Bin ich mal gespannt. Ja, ich bin gespannt, was ich über dich noch nicht weiß. Was an mir bringt dich so richtig auf die Palme? Boah, weiß ich. Was denn? Wenn der 12 Stunden wach ist am Tag, ist der 10 Stunden und das ist kein Scherz. Das ist gelogen. Nein, das ist nicht gelogen. Wir kommen nach Hause, boah, ich muss erstmal. Ja, aber anscheinend stört dich das nicht, weil du stehst ja immer daneben. Ja, weil ich ja sonst nichts von dir hab am Tag. Hast du schon mal für bezahlt? Wenn ja, wie viel und wie oft? Ich glaube, ich trinke direkt das erste Mal. Nein, Spaß. Wir waren mal zu einem Junggesellenabschied in so einem Laufhaus. Aber da, was? Da haben wir nur für den Striptease bezahlt quasi. Aber sonst nicht. Das reicht schon, das ist schon schlimm genug. Ich hab gesagt, ich trinke das nicht. Ja, komm, jalla. Hast du schon mal mehr als 3 Mal am Tag mal? Nein. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ja, 2 Mal reicht. Morgens und abends. Ja, mittags muss man auch mal ein bisschen essen oder rausgehen oder so. Ne? Warum du eigentlich? Du hast nicht zum. Vor unserer Zeit natürlich. Nein. Wenn er Bedürfnis hat, dann kann er gerne zu mir kommen. Bin ja 24/7 da, ne? Wenn das Klopapier leer ist und du gerade auf der Toilette sitzt, was machst du? Darf ich sagen? Ja. Schatz! Brauchst du Klopapier! Ganz genau. Und wenn er nicht da ist, dann habe ich ein Problem. It happens. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie oder womit, glaubst du, kannst du mich in jedem Fall immer antörnen? Antörnen? Wenn ich pupse. Was? Nein. Boah, das ist ja total unangenehm. Mit allem. Das hört sich so an, als ob ich voll die Hornige bin. Bist du bescheuert? Bist du. Da gibt's nicht viel, was ich machen muss, damit du kommst. Also nicht kommst, sondern drauf eingehst. Bist du? Was ist der verrückteste Ort, an dem du es je getan hast? Jetzt kommt's. Muss ja nicht mit mir sein, oder? Oh, was war denn dein? Soll ich dir mal ein Schätzchen? Ja, ich glaube, ich soll mal ein Schätzchen. Nee, das war. Nee. Doch, ich will jetzt mal das Schätzchen hier probieren. Hey, sag mal. Ach komm. Da sprechen wir im Auto drüber. Geht dich gar nichts an. Sag's mir echt nicht? Mm. Ja, sauf. Sagst du nicht? Eigentlich musst du noch einen hinterher trinken. Und das ist total scharf. Was ist das Peinlichste, bei dem dich deine Eltern erwischt haben? Boah, gar nichts. Meine Eltern haben mich nie bei irgendwas erwischt. Tu jetzt nicht so, als wärst du ein Unschuldslamm. Ich schwör. Vielleicht beim Rauchen. Aber das ist ja auch nicht peinlich. Wann hast du mich das letzte Mal belogen und weshalb? Belogen? Jetzt geht's los. Sag nichts falsch. Nee. Wie du mir, so ich dir. Nee, Schatz. Muss ich das Ding ganz voll machen? Ja. Darf ich mir die Nase zuhalten? Harry Jesus. Warum ist der so scharf? Hattest du auch ein Stückchen? Nein! Aber weißt du, ich finde das geil. Weißt du warum? Weil ich bin ja Pole und ich mag rote Beete-Suppe. Oh, das schmeckt gut. Das ist gut. Aber bitte lass was richtig Ekelhaftes kommen hier. Sonst tauschen wir gleich mal die Becher. Wie hoch ist dein Buddy-Count? Gibbet nicht. Erzähl der Welt mal, was du für ein Girl warst. Es ist scheißegal, wie hoch der Buddy-Count ist. Mensch ist Mensch. Ist das so? Komm, nee, sag mal. Ich trink. 10, nee, die 15, nicht 20, denken, 50, 60. Wir haben einiges zu besprechen im Auto später. Ich trinke lieber. Trink. Prost. Was war dein peinlichstes Erlebnis beim Liebesakt? Ich glaube, ich sauf noch ein. Sag doch. Ja, komm, jetzt sag doch. Aber wenn du, ist alles fein oder was? Das sind noch die wichtigsten Fragen. Die ganzen Antworten. Meine Sendezeit. Prösterchen. Du bist langweilig. Ja, jetzt bin ich der Langweilige. Welchem Tier schaue ich am ähnlichsten? Sag jetzt nichts Falsches. Ich schwör's dir. Ist
Steve. Alan. Ein Erdmännchen. Erdmännchen. Ja, okay, das ist süß. Wann hast du das letzte Mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Also, guck mal, die trinkt jetzt, aber laut Aussage, so hat Sarah noch nie einen vorgetäuscht. Nee, hab ich auch nicht. Also bei dir auf jeden Fall nicht. Ich bin der Boss. Vor unserer Beziehung, vor 5 Jahren. So. Was war die letzte Kategorie, die du angeschaut hast? Ich hab einfach mal Bock zu trinken. Ja, ist klar, Alter. Was guckst du dir für an? Ich hab Durst. Wirklich jetzt. Sag es. Was hast du dir für angeguckt? Ich hab Durst. Muss ich mir Sorgen machen? Was war deine schwierigste Entscheidung in Bezug auf unsere Auswanderung? Oh, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Deutschland. Nee, es gab keine schwierige Entscheidung. Wir haben das relativ spontan gemacht. Wir haben nicht lange darüber nachgedacht. Ja, wir haben einen Monat geplant und dann waren wir schon weg. Boah, das ist asozial. Sag. Wen meiner Freundinnen findest du am attraktivsten? Am attraktivsten? Ja. Sag es. Dadurch, dass du keine Freunde hast, kann ich ja nur Caro sagen. Ich hab wohl noch andere Freunde. Wen denn? Jenny, Michelle. Ja, aber dadurch, dass wir mit Caro am meisten Vertrag haben, Caro. Nie wieder chillst du alleine mit der. Spaß. Was ist meine ekligste Eigenschaft? Guck mal, die Tatsache, dass sie jetzt gerade nicht das Furzen erwähnt hat. Leute, macht euch Gedanken. Wisst ihr, was die mal gesagt hat? Wenn du furzt, fühle ich mich zu Hause. Der räumt sein Geschirr nicht in die Spülmaschine, sondern stellt die immer oben drauf. Es gibt so ein paar Prinzipien, die ich habe und das besagt, keine Spülmaschine einräumen. Was war das schlechteste Geschenk, was ich dir jemals gemacht habe? Ich mach dir halt nie Geschenke. Wenn du mir was geschenkt hast, was sehr selten vorkam, dann waren das eigentlich gute Geschenke. Ja? Nee, tatsächlich gibt es da nicht wirklich viel. Ich bin eine gute Geschenkemacherin. Das Schönste? Deine Liebe. Oh, Schatz. Wann war dein erstes Mal und wie war es? Mit 14, glaube ich. Ja, aber also, wessen erstes Mal geil war, der spinnt. 14. Dementsprechend ist ihr Bodycount 26, Witze. Wir sind seit 4 Jahren zusammen. Ich bin schon 26. Nee. 26, Witze? Doch, ich werde dieses Jahr 27, danke. Ja? Ja. Oh. Ich möchte, dass du jetzt ganz stark überlegst. Wer ist dir wichtiger, ich oder deine Mutter? Sorry. Guck mal, das ist eine richtig ekelhafte Frage. Es gibt nur eine richtige Antwort. Ja, Mama. Ja, sicher. Aber ich trinke trotzdem, um dir gerecht zu werden. Deine Mama ist mir auch wichtiger als du. Mama, ich liebe dich. Achso. Ich habe keine mehr. Ich habe noch einen. Boah, bitte, was richtig ekelhaftes. Und hätte ich die Flasche mal ausgetrunken. Hast du schon mal ein Nacktbild verschickt? Ja, hunderte. Also ich sag mal so, wenn du mir Nacktbilder schickst, hast du auch früher anderen welche geschickt. Du hast ja keine Hemmung vor. Ja, oder? Nee, nie ganz nackt. Untenrum war immer bedeckt. Versteck keine Nacktbilder, macht's einfach nicht. Lass es. So Leute, das war Wahrheit oder Shot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt uns auch gerne auf unserem Kanal. Auf TikTok heißen wir Labarababa und auf Instagram labarababa.offizial. Wir würden uns sehr freuen. Wir nehmen euch immer mit in unseren Alltag. Wir sehen uns. Tschüss.